Servus, Dieters Wälder Podcast. Spannende Geschichte von besonderer Leute. Servus, ich bin's, der Dieter. Ja, heute erstmalig präsentiere ich euch ein Znüngeries Götti. Es gibt nämlich künftig die Möglichkeit, ein Znüngeries Podcast zu unterstützen. Und da sage ich Dankeschön bei den Burschen, und zwar bei Patrick und Marcel Eberle aus Buch. Sie haben nämlich eine super Idee gehabt und haben eine Skimanufaktur gegründet. Also das heißt, ihr könnt eure eigene Ski in einem Workshop bei einer Bur. Also guckt einfach mal vorbei bei dieser spannenden Sache bei der www.skimanufaktur.at. Und jetzt geht meine Reise zu der Ski und zauberst Ui. Nämlich ich fahre fast an Alberg-Ui und Hochdalberg-Ui ad Wart. Und dort bin ich eingeladen, und zwar bei nichts weniger als wie Olympiasieger Hubert Strolz. Er ist leidenschaftlicher Landwirt und war natürlich leidenschaftlicher Skirennläufer. Jetzt ist er passionierter Tourengeher und ist auch bei der Skischule sehr aktiv. Ebenso sein Sohn Johannes. Oh, Johannes hat gesagt, er kommt vorbei, kommt gerade vom Training vom Pitztal raus, und ich freue mich auch fest, mit denen zwei über ihre Leidenschaft des Skifahrens zu plaudern. Und da nehme ich mit. Also, viel Spaß mit mir und Johannes und Hubert Strolz. Servus miteinander, ein besonderer Tag für mich, und zwar eben heute der Wart, und her zwei sympathische Burschen da. Einer ist ein bisschen schwarz gehaart, dieser ist ein bisschen grau gehaart, und zwar bei Johannes und Hubert Strolz. Servus miteinander. Servus. Du, es ist wirklich für mich eine Freude, wo ich dich angerufen habe, Hubert, wir haben uns persönlich gekannt. Ich kenne dich bloß vom Fernseher als Hubert Strolz im Skirennsport, und so auf ein Fest, dann haben wir uns auch nicht so irgendwie getroffen gehabt. Aber ich denke, das hat mit dem was zu tun, weil du natürlich in der Wart haben wirst und ein Bergbauernbub wirst wahrscheinlich, oder? Ja, das kann sein, gell? Genau. Ja. Du, lieber Hubert, erzähl mir ein bisschen, wie war es mir, oder so ein Bergdorf haben wir noch, wie war deine Kindheit? Ja, also wir hatten eine schöne Kindheit gehabt. Der Vater ist Jagdaufseher gesehen, und wir haben immer eine Landwirtschaft gehabt. Und Mama hat, also das Haus Hubertus, das habe ich jetzt übernommen. Mama hat die Gästepension früher schon gemacht. Ja, als Bub, also ich bin Jahrgang 1962, ja, wenn wir gleich zum Skisport kommen, Mama hat gesagt, so ein schlechtes Wetter hätte es gar nicht haben können, dass ich nicht draußen gesehen bin, oder? Also ich bin bei jedem Sauwetter so mehr draußen gesehen und im Winter natürlich leidenschaftlich gerne Ski gefahren. Wenn hast du so angefangen, halt so bald zuerst laufen oder zuerst Ski fahren? Weißt du, das ist bei dir nicht so sicher. Ja, ja. Nein, halt wie alle Kinder eigentlich da, oder? Sag ich jetzt mal, mit zweieinhalb, drei Jahren ist man dann halt vor der Haustür mit der ein bisschen nebeneinander gerutscht. Ja. Und so hat sich das dann entwickelt. Ja. Hast du da in der Volksschule gehen können? Hast du das in Wart? Ja, ja. In Wart hat es eine Volksschule? Ja, ja. Eigentlich dazu mal hat es eine neunklassige Volksschule gegeben. Ja. Und aber jeder, der dann in eine höher bildende Schule hat wollen, und dazu mal ist die meisten sind dann mit 10 Jahren weg ins Internat gekommen. Okay. Hat das die auch getroffen? Und Internat? Bei mir ist es auch so gesehen, da war der Meinrad Hopfner, war Bürgermeister, Tourismusdirektor und Lehrer in einer Person, oder? Früher kann man gerade auch noch. Ja, das ist jetzt nicht, aber das war 1972. Ja. Das war das Jahr, wo man die Skihauptschule Schruns eröffnet hat. Okay. Das ist das erste Jahr, wo man angefangen hat. Ich glaube, das mal als Schulversuch. Und hat man mir auch, der Hopfner hat gesagt, Herrgott, zu meinem Vater, da gibt es jetzt in Schruns eine Skihauptschule, das wäre doch etwas für einen Hubert. Ja. Und dann hat man mich gefragt und hat gesagt, ja, hat ich ein gewisses, ich muss fort. Und früher sind halt die meisten entweder auf Bregenz oder, ja, meine Schwester ist zum Beispiel jetzt im Josefsheim gesehen, in Feldkirch, im Internat. Und für mich ist das sonnenklar gewesen, oder? Als Bub. Also fort muss man wählen, ja, ja, so ich ein gewisses, so, ich muss fort, oder? Und wo dann der Vater gesagt hat, also da gibt es eine Skihauptschule, oder? Dann habe ich mir gedacht, ja, super. Oder, ja. Da gibt es eine Schule, da kann ich Skifahren auch noch. Oder? Da habe ich nicht lange überlegen müssen. Im Unterricht Skifahren. Ja, genau. Ich bin halt ein Bub gewesen, der halt wirklich gerne Ski gefahren ist. Und man hat schon gesehen, dass ich ein Talent habe.
Aber eigentlich sind wir dazu mal als sozusagen Naturskifahrer gesehen. Oder? Ja. Wir sind halt als Kinder gefahren und dann sind zwei Ältere vom Meinrad Hopfner, vom ehemaligen Bürgermeister, die Buben sind ein bisschen grösser gesehen. Ja. Die sind auch dazu mal schon in Stamms gesehen und das sind so die eigentlich so die besten Skifahrer hat man dann immer als Vorbilder gehabt. Ja, und dann bin ich in die Skihauptschule gekommen und muss sagen, ich habe dann brutal Heimweh gehabt. Also das erste Jahr habe ich wahnsinnig Heimweh gehabt. Und dazu mal, oder da war ja eine schlechte Straßenverbindung in Schröckau, die Altstraße. Dann der Vater hat erst 1972 den Führerschein gemacht, erst wo ich in die Skihauptschule gekommen bin. Aber extra wegen dem wahrscheinlich? Ja, er hat dann gewissen, er muss mich halt da dann holen und führen einmal und hat dann den Führerschein gemacht. Und ich weiß, da sind wir dann, wenn halt schwierige Straßenverhältnisse gesehen sind, sind wir oft 6-7 Wochen gar nicht heimgekommen. Und wie hast du das gemacht mit dem Bild vom Winterstuhl? Oder wie? Zum Schulwerk, ja, also ich habe schon, und ich muss aber sagen, oder, wir haben so junge Frauen als Erzieherinnen gehabt, also dazu mal die, also jetzt heißen sie verheiratet, die Irma Hohr und die Magdalena Juhn, dazu mal. Und ja, die sind gesehen wie eine Mama, sage ich jetzt mal. Die haben okay. So gut auf die Kinder geschaut, oder? Ja. Man kann es eigentlich nicht besser machen. Und trotzdem, oder, man hat einfach, ja, es ist einfach schwierig gewesen. Und danach bin ich aber sehr gerne da gesehen. Und haben auch gute Trainer gehabt. Und der Peter Bot ist dazu mal ein junger Lehrer gewesen. Ist auch schon dazu mal Chef gewesen von der Skihauptschule eigentlich. Ja, und die Trainer, die wir gehabt haben, der Heinz Dietrich, kann mich gut erinnern. Ja, mit denen haben wir so die erste Trainerfahrung halt dann. Ist für die, die das ja klar gesehen, mein Traum ist, ich will jetzt wirklich da ganz nach oben. Oder hast du mir den Gerrit nachgesehen und gesagt, ich will bei einfach Skifahren und guck, was rauskommt? Ja, das hat sich dann eigentlich so entwickelt. Ja. Oder? Und ja, dann geht es die Hauptschulzeit vorbei und dann ist schon die nächste Weiche. Oder? Und ja, ich bin dann dazu mal in Vorarlberg auch einer der besten Schüler gesehen, oder? Mit dem eben der Marc Schiradelli. Ist jetzt ein Jahr jünger als ich. Okay. Und der Christian Erlenski. Ja. Wir sind so, ja, die besten Schüler gesehen, also in meinem Alter. Also der Marc ist im Prinzip auch damals gesehen. Ja, der ist lange im VSV gesehen mit mir. Ja. Und ist aber dann schon, also im Schüleralter gewechselt, oder? Nach Luxemburg, oder? Also ist er im Schüleralter schon gesehen? Im Schüleralter, ja. Also mit, ich würde sagen, ja, mit 12, 13 Jahren ist der gewechselt okay. Schon, ja. Ich weiß bloß, dass wir mitgekriegt haben, dass Hermann und Bödeli da mal irgendwo trainiert haben und König Zackig abgegangen ist, sozusagen. Wohl. Und wir haben natürlich dann ja, auch eine lange Zeit gehabt, wo wir miteinander halt dann im Weltcup unterwegs gewesen sind. Bevor wir dann Richtung Weltcup kommen, zu dir, Johannes. Du bist 29 Jahre jung, also das hat den Vorteil, du kannst schon von früher erzählen. Ja, genau. Wie ist jetzt deine Kindheit? Wie hast du die empfunden? Also ich muss sagen, dass ich auch wie der Papa eigentlich eine wunderschöne Kindheit hatte. Ich kann mich eigentlich bloß eine schöne Sache erinnern, muss ich sagen. Viel Fußball gespielt und Ski gefahren und Bombenhütte gebaut und was weiß ich was noch. Als also war ein Fußballspieler Herausforderung, ist da ein Bändler am Ball dann oder will das? Das nicht, aber man kriegt eine gute Kondition, weil man den Ball aus einem Haufen Döbler aufholen muss. Also wir sind viel am Ball nachgesprungen, wenn er wieder irgendwo reingerollt ist und der Fußballplatz ist auch ein bisschen anders gesehen, wie es jetzt in anderen Orten ist, aber ja, ja. Wir haben halt halbwegs einen ebenen Platz gehabt und einen Fußball und das nicht lange zum draufhauen. Wie hast du das als Kind empfunden, wo der Papa dann am Skifahren gesehen ist, im Fernsehen gekommen ist, du siehst du da, das sind ja Stars, also wirklich Stars, weil der Skisport ist in Österreich, muss man sagen, unangefochten, sage ich jetzt, die Nummer 1 in Sachen Attraktivität her. Das will ich auch oder ist dir das jetzt nicht so wichtig gewesen? Nein, überhaupt nicht. Also ich kann mich an Papa gar nicht erinnern im Fernsehen. Ich bin 2 Jahre alt gewesen, wo er dann seine Karriere beendet hat. Und danach habe ich eigentlich lange nicht realisiert, was er eigentlich genau gemacht hat. Ich habe schon gewusst, er ist Skirennläufer gewesen und ich habe auch gewusst, dass er sehr gut gewesen ist, dass er im Weltcup gefahren ist. Aber er ist alle Papa gewesen für mich und jetzt nie irgendwie ein Weltcup Läufer oder ein Star oder ein Olympiasieger oder irgendetwas, sondern einfach der Papa, oder? Ja. Und
ja, ich habe dann auch einfach Freude am Skifahren gehabt und wo ich dann in die Skihauptschule gekommen bin, dort habe ich dann langsam realisiert, was er eigentlich erreicht hat und wie gut das er gesehen ist, weil dort habe ich dann auch noch Trainer gehabt, die ihn schon trainiert haben damals. Okay. Und dann habe ich auch angefangen zu begreifen, was es eigentlich heisst, zum in die Richtung gehen, oder? Weil dort fängt man dann so ganz kleiner Schritt an zum Trainieren und halt auch der Tagesablauf nach dem ganzen Richter, oder? Ja. Und dann kriegt man so langsam ein Gefühl und ein Bild von dem, was eigentlich, um was es da eigentlich geht, oder? Und dort also da ist jetzt erst bewusst geworden, oder? Was das heißt, was ja. Der Papa und natürlich auch die ganze andere in diesen Zeiten gemacht sind, oder? Zum mhm. das, wie schätzt ihr das hin? Ist das heute schwieriger, zum da an diese sogenannte, an diesen Berggipfel des Spitzensportes zum Co. Oder ist das gleichzusetzen? Wenn man gerade die Johannes und die als Vater sind, die sind beide zwei Generationen. Wie schätzt ihr das hin? Also ich glaube schon, dass es jetzt schwieriger geworden ist, oder? Es ist einfach wie, nicht jetzt nur im Sport, in vielen Bereichen, oder? Ja. Es wird einfach alles professioneller, oder? Man hat schon früher zu jeder Zeit hat man gedacht, das ist das Nonplusultra, oder? Mhm. Oder? Zu jeder Zeit hat man gedacht, man hätte die beste Ski, man hätte das beste Schuhmaterial, man hätte die beste Trainingsmethode, oder? Aber wenn man zurückblickt, oder? Mhm. Wenn ich jetzt den Johannes sehe, wie es das Material verändert hat, oder wie das Training ausschaut, dann sieht man, dass das einfach in allen Bereichen, dass man sich vorwärts bewegt hat. Und ich glaube schon, dass, wenn ich es jetzt so aus meiner Sicht betrachte, dass die Dichte ein guter, technisch guter Läufer ist mehr geworden. Mhm, mh. Ich glaube, wenn man jetzt heutzutage auch mit dem Material, das ist ja auch Verletzungen und es spielt so viel ein und da braucht so viel, dass man wirklich an die Weltspitze mal vorkommt, braucht man einen langen Atem. Und ich glaube, das hat sich schon geändert, oder? Also wir sind da wahrscheinlich früher ein paar, wenn du sagst, der Christian Olainski, das sind wirklich diese Zeiten gesehen, wo ja. Ich mit meinem Vater vor dem Fernseher geguckt, er ist ja ein begnadeter Skifahrer gesehen, aber hobbymäßig, er ist schon als Hauptakteur gesehen, aber Skirennen hat er alle da geguckt. Und so habe ich das auch ein bisschen mitgebracht. Ja, oder Bertolt Matthias, oder wo jetzt erfolgreicher Trainer siehst, oder Rainer Salzgeber. Die sind jetzt ein bisschen jünger, aber die sind mit mir schon dazu mal, ja, das sind so die Vorarlberger gesehen. Ja. Der Nita Wachter. Also das ist sicher die Zeit, wenn man jetzt Details aus Johannes, du bist dann auch Skihauptschule gesehen. Und was ist der nächste Schritt gesehen? Das ist dann auch Stams. Genau, ja. Also ich bin also das ist der klassische Weg, wenn du da weiter bist an der Schule, ist, dass du dann Stamms, hat man überhaupt die Möglichkeit, zum in den Spitzensport zu kommen, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, in diese Schule zu gehen? Ja, das geht schon. Also es gibt einige, wo jetzt zum Beispiel auch ins Sportgymnasium in Dornbirn gegangen sind. Einige, die auch die Schule gewechselt haben, wo von Dornbirn dann auf Stams sind oder umgekehrt von Stams auf Dornbirn. Also es ist jetzt nicht so, dass man unbedingt auf Stams muss. Es ist sicher eine super Schule, wenn man den Weg einschlagen will. Aber es gibt sonst auch Möglichkeiten. Wenn ich jetzt aktuell an Jakob Gräber denke, der Bub von Christian Gräber von Mellau, der hat zum Beispiel eine Maurerlehre gemacht jetzt beim Reichbau und ist auch ein super junger Athlet, wo jetzt dann im Europacup ja sicher bald einmal anklopfen wird, so wie das hier. Und man sieht, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, oder? Man hätte natürlich in Stamm super Rahmenbedingungen. Dort hätte man einfach die gewisse Freistunde, man hätte ein professionelles Training und eine professionelle Betreuung. Wenn man jetzt so ein Beispiel wie der Jakob hernimmt, dann sieht man aber auch, dass es sogar mit einer Firma geht, wo man Lehre machen kann, wenn die Firma dementsprechend etwas übrig hat für einen Sport und das unterstützt. Oder? Hm. Ja gut, der Hermann Mayer ist natürlich das lebende Beispiel, gell? Als Maurer. Und vom ÖSV, glaube ich, mal Hoss, ich meine, ich kenne die genaue Geschichte, aber doch einfach mit seinem Talent und seinen Fähigkeiten dann doch einen anderen Weg geht und was dann daraus geworden ist oder was passieren kann in Sachen Ikonen, oder? Das hat er, glaube ich, bestens bewiesen, oder? Jetzt, was mich interessiert, ich meine, ich kenne es wirklich der Weltcup nur aus dem Fernsehen.
Und weiss, wenn ich jetzt Musik mache auf der Bühne und hinter der Bühne geht es meistens so ein anders zu, wenn man Veranstaltungen organisiert. Kannst du uns vielleicht einen Blick geben, hinter die Kulissen, wie es bei euch damals war? Wenn man wirklich die Zeiten geht, wo du aktiv wirklich dran bist. Einfach einmal so einen kleinen Auszug, wie ist es dort abgegangen? Ja, wie ist das abgegangen? Also ich denke, vorher haben wir schon mal geredet von der Entwicklung, oder? Ja. Und man hat so jederzeit hat man auch schon versucht, professionell zu trainieren, oder? Und sei es Material oder auch im Konditionstraining oder auch so, von der Entwicklung ist man ja auch schon viele Jahrzehnte eigentlich, wird man da sportwissenschaftlich begleitet, oder? Also früher schon gibt es die ganzen Daten von allen Schülern schon. Und wenn ich jetzt das so hernehme, bei mir, ich bin immer Kästle-Ski gefahren und habe also viele Jahre vom Europacup bis zum Schluss von meiner Weltcup-Karriere der Rinderer Johannes als Servicemann gehabt. Das ist, ich sage jetzt mal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man auch jetzt, das ist jetzt genau dasselbe und jetzt vielleicht noch viel wichtiger, das Material spielt eine unheimlich große Rolle. Mhm. Dass die Abstimmung passt und dass man da, ich sage jetzt mal, zumindest ebenbürtiges Material, als wäre Konkurrenz hätte, oder? Weil wenn das nicht passt, dann hast du keine Chance. Also wenn das Material nicht abgestimmt ist, das Material spielt eine unheimlich große Rolle, oder? Okay. Und das ist, das kann man dann vielleicht nochmal ein bisschen auf das Ego, auf das Thema, das ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt sehe, ist man noch viel akribischer, oder? Da wird nichts im Zufall überlaufen. Das ist auch ein Punkt, wenn man früher hat man die längere Ski gehabt mit weniger Taillierung. Ja, gerade im Slalom ist es natürlich ganz extrem, oder? Der kürzeste Slalom-Ski, der wo ich hatte, ist 2,03 Meter gewesen. Man hat immer eigentlich 2,5er Slalom-Ski gehabt. Ja. Oder? Also früher hat man 2,23 Abfahrt, 2,15 Super-Ski, 2,10er im Riesenslalom und 2,05 Meter im Slalom. Und dann ist man einmal hergegangen, 2,03 Meter hat man gebaut, dann hat man schon gedacht, ja, ob das funktioniert, wenn sie so kurz sind. Und jetzt, dann ist einmal die Phase gekommen, wo man 1,55 Meter GK hat. Und dann hat man sie ja jetzt wieder, weil das doch zu extrem ist, jetzt sind sie 1,65 Meter, die Slalom-Ski. Mit man natürlich mit einem ganz extremen Radius im Vergleich zu früher. Oder? Jetzt, Hubert, wenn du jetzt wie duschst, du wärst jetzt Johannes, wärst jetzt im Skiweltcup dann also auch am Anklopfen und gucken, ja, dass du drinnen bist, wo tätest du die jetzt einschätzen? Könntest du oben mitheben oder ist dir das wilder gewesen, dass du zu Dingen ziehen gehst, was bei dir gewesen ist? Es sind schon grosse Unterschiede. Also wir haben, ich sage jetzt mal, früher hat man gut trainiert. Was ich jetzt sehe bei den Buben, das ist alles noch einmal athletischer geworden, oder? Mhm. Also die Rennfahrer, die jetzt fahren, die müssen einfach auch körperlich, musst du, gerade von der Rumpfstabilität und körperlich, musst du so gut beieinander sehen, dass du überhaupt das Training verkraftest, oder? Dass du mit dem Material an allen Schrauben hat man gedreht und schaut man, dass man es optimiert. Und mir kommt vor, halt mit dem neuen Material ist einfach der Spielraum, oder? Wo du als Läufer hast, wenn du mal einen Fehler machst oder so, der ist einfach schmaler geworden als früher. Sicher auch ein Grund, schon eine grosse Herausforderung vom Skisport, dunkt es mir, eine der grössten. Oder dass man junge Läufer einmal bis zum Weltcup Omi bringt überhaupt, dass sie ohne Verletzungen das packen. Oder? Mhm. Und das ist einmal etwas, was sie aus meiner Sicht sehr stark geändert hat. Mhm. Durch die Optimierung in allen Bereichen, oder? Ja, das ist natürlich schon spannend. Jetzt, Johannes, bei dir, ich meine, das siehst du ja, wenn man am Start mit dem Expander links und rechts und Hüftschwingen und man auch jucken, wie ein Geissbock. Ich meine, der Alberto Tomba und die haben ich dort nie gesehen früher. Aber wie gestaltet ihr Burschen und auch die Mädels, wie gestaltet ihr das überhaupt aus? Ja, also man muss schon viel durchbissen. Das ist sicher eine von der wichtigsten Eigenschaften. Aber ich denke, dass das früher zu Papas Zeit nichts anderes gesehen ist. Ein gewisses Durchhaltevermögen und eine Disziplin braucht es einfach als Spitzensportler. Und was wichtig ist, ist einfach, dass man als Athlet lernt, selbst auf sich losen, weil
man hätte natürlich immer den Wunsch und den Drang zum besser werden und zum noch schneller werden und noch stärker werden. Und wie der Papa schon gesagt hat, alles optimieren. Man darf dann aber nicht vergessen, dass man keine Maschine ist, wo einfach immer gleich auch läuft, sondern man muss einfach ein Gefühl für seinen Körper entwickeln und dann dementsprechend auch das Training selber anpassen. Wenn ich mal einen Tag habe, wo ich nicht voll auf der Höhe bin, dann muss ich es halt auch mal akzeptieren und kann dann nicht mit Gewalt einfach das übers Knie brechen. Also. Hast du den Spielraum oder wird das, wenn du Trainer hast und Coaches und ich meine, da hat ja jeder, wenn man so wirklich an die Spitze an Marcel Hirscher denkt, in die Richtung, ich meine, da ist ja wirklich alles abgestimmt gewesen. Kannst du das auch erlauben, sagen, du, heute kostet mir nicht so gut oder musst du sagen, nee, das steht heute auf dem Programm und das müssen wir jetzt machen? Ja, es kommt drauf an. Also, wenn die Trainer-Läufer-Beziehung passt, dann ist es eher miteinander, sage ich. Dann redet man, wie geht man jetzt weiter vor, was könnte man machen und dann wird das auch abgestimmt oder auf den Läufer. Es kommt aber auch ein bisschen aufs Trainingsalter drauf an, sage ich mal, weil als junger Läufer hat man die Erfahrung noch nicht so, wie viel da leidet und wie viel habe ich aus, oder? Da hätte man mir auch lernen müssen, wie man trainiert, oder? Das muss man dann auch irgendwo dann zuerst lernen und probieren zum Spüren, wie viel das es da leidet. Aber ich sage mal, mit einem gewissen Alter, dann sollte man auch dann selbst so viel Selbstverantwortung übernehmen und sagen, wenn es genug ist, beziehungsweise sagen, wenn es jetzt noch mehr vertragen tät, oder? Weil das, ja, das kommt dann mit der Erfahrung und mit der Zeit auch ein bisschen. Da ist einfach wichtig, wie ich vorher schon gesagt habe, dass man auf sich selbst losnimmt und selber spürt, was jetzt passt. Oder es gibt, bei mir ist es oft einmal so gesehen, dass Trainer gesagt haben, nein, jetzt lange, tu lieber jetzt ein, zwei Läufe weniger fahren oder mach mal die Einheit ein bisschen gemütlicher. Weil ich halt dann oft einmal das Gefühl hatte, okay, das sollte ich noch und das noch und das noch und dann ist es dann oft einmal ein bisschen zu viel geworden. Und es gibt aber auch Athleten, wo das eher brauchen, dass man ihnen ein bisschen Gas gibt. Oder einen Dampf macht. Genau, ja, dass man halt sagt, nein, komm, jetzt geht's schon, reiß ich noch mal zusammen. Es ist auch nicht bei jedem gleich von dem her. Wie gesagt, es ist auch beim Spitzensport, beim Training, dass man eine kurze Pause braucht. Auch bei einem Podcast ist das wichtig, wenn man eine kurze Pause macht. Jetzt der Zeiger stoßen wir kurz ein Klingel an und dann machen wir gleich weiter. Danke mal und bis gleich. Ja, ihr Lieben, es ist auch wieder Zeit zum Dankeschön zeigen. Und zwar jetzt einmal als allererstes Dankeschön an euch, alle Hörerinnen und Zuhörer vom Dieters Wälder Podcast. Also es ist wirklich schön zum Gucken, wie die Familie alle weiter warst und da meint ihr auch gleich bitten, natürlich euren bekannten Freunden das wieder zum Erzählen, dass wir da immer nette Geschichte hört, dass ihr auch die ganzen Podcasts abonnieren könnt, auf Spotify, auf YouTube oder auf Google oder auf Apple Podcasts. Einfach abonnieren und dann kriegt ihr immer mitgeteilt, wenn es die nächste Sendung gibt. Und jetzt gibt es auf Regalskosten natürlich an meine Unterstützer, und zwar die Raiffeisenbanken im Bregenzer Wald, der Wälderversicherung und der Vorarlberger Landesversicherung. Und Vorarlberger Landesversicherung hat heute uns an Klinger Bricht mit dabei. Hast du schon gehört? Die VLV sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Außendienst. Echt? Das klingt interessant. Die VLV garantiert ein fixes Einkommen und eine ausgezeichnete Ausbildung. Ein ganzes Arbeitsleben lang. Das überlege ich mir. Nicht reden, handeln. Bewirb dich jetzt unter www.vlv.at. Jetzt zum Schmöllerl, heute mit Reinelde Simmer aus der Rauch. Servus, da ist Reinelde vom Bergziegen. Heute reden wir einmal vom Beichten. Da ist einmal einer an der Beichte gegangen und dann hat er alle Sünder beichtet. Und dann hat der Pfarrer zu ihm gesagt, jetzt sollte er die Sünder bereuen, sonst können ihr nicht lossprechen. Und dann hat er halt die Sünder bereut, der Pfarrer hat er losgesprochen. Ein Monat später ist er wieder gekommen, beichten. Früher ist man halt nicht mehr einmal gegangen, gell? Und dann auch hat er beichtet, ich habe geheiratet. Dann hat der Pfarrer gesagt, also nee, das muss man doch nicht beichten, das ist doch gar keine Sünde. Dann hat er gesagt, das wäre es auch schon, aber bereuen tue ich was. Einmal ist einer, hat er zum Freund gesagt, ja, er tue über die nächste Woche heiraten, aber er ein Kränk hat es ganz verrückt. Und dann hat der Freund gesagt, ja, wieso kränkt das jetzt? Das ist doch jetzt schön, wenn man heiratet. Dann hat er gesagt, ja, das heiratet das schon, aber das ärgste ist ihm das Beichten vorher.
Halt, der weiß gar nicht, wie ich ausmachen soll. Und dann hat der Freund zu ihm gesagt, weißt du was, da, zu Bärzen im Kloster, ist ein taubstummer Pfarrer. Da gehst du zu dem Gebichte, der hört nichts, dann genau, ist das gar nicht so böse. Der absolviert ja, ja, genau das könnte er da gesagt. Ist da gleich gebärzen Gebichte und dann ist da ich im Bichtstuhl. Das ist ihm halt doch ein kleiner Hirnder gewesen. Und danach hat er zum Pfarrer gesagt, taratata, taratata, ich bin zum Beichten da. Dann hat der Pfarrer zu ihm gesagt, tirititi, tirititi, der, der nichts hört, sitzt vis-à-vis. Unglaublich spannend, die Geschichte mit den zwei Johannes und Hubert, wir haben gehört, das Material. Immer mehr macht das Material aus, die Konditionen, ob es auch überhaupt ausgesteht. Und wenn ich so zurückdenke, das Material und auch dieser Erfolg, vielleicht zwei Sachen. Zuerst, es hat ja originelle Typen gegeben. Also man redet Richtung von diesen coolen Typen. Das eine ist der Franz Klammer gewesen, wo es übrigens, glaube ich, aktuell auch einen Film gibt. Und für mich ist natürlich auch so ein Ramazzotti-Typ der Alberto Tomba gewesen. Nie selbst gesehen, aber du kennst ihn, glaube ich, besser. Ja, ja, ich kenne ihn sehr gut. Er ist Olympiasieger geworden vor mir. Ich habe eine Silbermedaille gewonnen in Calgary hinter dem Tomba. Ja. Und eigentlich das erste Mal, wo der Tomba auch so richtig in Erscheinung getreten ist, ist bei der Weltmeisterschaft in Crans-Montana gesehen. Bin ich im ersten Lauf bin ich nicht ganz so gut gefahren, habe im zweiten Lauf den Bestzeit gefahren, ja. Und habe mir gedacht, das könnte sie ausgehen für eine Bronzemedaille. Und dann kommt ein junger Alberto Tomba und schnappt mir sozusagen die Bronzemedaille weg. Freund gewesen. Also, ja, mit Tomba bin ich viele Jahre halt gemeinsam. Er ist zwar schon jünger, aber ich bin ja 14 Jahre im Weltcup unterwegs gewesen. Ja. Und ist schon eine markante Persönlichkeit gewesen, ja, muss man sagen. Also wirklich, das sind so diese Typen, man möchte sagen, das ist natürlich italienisch. Ja, ja, aber er ist, man hätte es natürlich auch medial, glaube ich. Vielleicht auch noch. Ja, er hätte es sicher auch genossen. Aber so muss ich sagen, unter den Läufern haben wir immer, also er ist ein ganz kollegialer Bursche gesehen und das Bild, das man oft von ihm gezeichnet hat, ist auch zum Teil ein bisschen anders gesehen. Ja. Also wie ist er in dem Fall wirklich gesehen? Wohl, also im Umgang mit den anderen Läufern und so, auch ein ganz kollegialer, ein feiner Typ. Klar, er ist schon das hat er auch gewusst, dass er ist schon der Star gesehen, hat natürlich eine Weile Slalom, Riesenslalom, wirklich dominiert. Ja, ja. Oder dann, wenn jetzt noch der Birmin Zurbriggen, mit dem habe ich auch natürlich immer, weil er ein Markenkollege gesehen ist, ist immer Kästlisch eingefahren auch. Haben wir viele gemeinsame Jahre gehabt, natürlich auch gute Beziehung. Und auch schöne Erlebnisse natürlich. Wenn ich gerade jetzt denke, Olympiade Calgary, das ist dazu mal für Kästli, glaube ich, einer von der Höhepunkte gesehen. Da haben wir also 4 Goldmedaillen gemacht, der Zurbriggen, der Nita Wachter, Sigrid Wolf und ich. Ja. Und da habe ich viele Erinnerungen an die Calgary zum Beispiel. Ja. Auch mit dem Zurbriggen benannt. Ist es ganz eiskalt gesehen. Immer minus 50 Grad gehabt und so. Und wir haben gewusst, hoffentlich bleibt es so kalt, weil wir haben einfach super schnelle Ski gehabt, wenn es kalt ist, oder? Mhm. Und das ist dann auch so geblieben und hat dann super gepasst. Also das heißt wirklich, dieses Calgary ist ja halt eingemeißelt natürlich in dein Herz und ja, in deine Seele, weil es natürlich auch ein Ergebnis ist, nicht nur sehr erfolgreich sind, sondern du bist ja Olympiasieger. Ja, ja. Normalerweise, wenn man sieht Olympiasieger, erstens auf der Homepage, das ist der Olympiasieger, wenn du ich verstanden sei, das sind diese 5 Kreise vor dem Haus, ich bin jetzt da Co-Haus Hubertus, da keine 5 Kreise, auch keine Rosen, weißt du, wo das Olympia-Dings ist, oder? Und auch kein Calgary Eden. Was bedeutet das, wenn man Olympiasieger ist? Der Franz Klammer hat es letzte Woche gesagt im Fernsehen, wenn du das bist, dann bist du es einfach. Das Leben lang, ob du Professor bist oder Olympiasieger. Wie wirkt das bei dir immer noch nach? Oder ist es dein persönlicher Erfolg? Ja, ich denke, man ist irgendwo schon natürlich schon das, man sagt, das Größte, was man im Sport erreichen kann, oder? Weil natürlich Olympiade ist alle 4 Jahre.
Hast du einmal die Chance, oder? Und dort muss alles passen. Also es ist schon ein grosses Glück. Ja. Und ja, irgendwo schon stolz, dass ich es erreicht habe. Aber ich glaube nicht, so als Mensch blieb man, ich glaube, man blieb trotzdem der Mensch, der man ist, abgesehen. Also du bist nicht dieser Typ, wo das immer nach Hause trägt, sondern das hast du für dich, also das merkt man auch. Ja, das glaube ich also. Ja. Nein, das ist natürlich sehr, sehr, ja, also für mich auch, oder? Da kommst du in der Haus, da ist ein Olympiasieger, wie ist das auch? Ja, halt, als ob man uns kennentätet, wir haben also da sind wir auch sehr, will ich sagen, erdig in die Richtung, wenn man aus der Uhr kommt. Ja. Das Walsertal, brauchst du jetzt das Walsertal, wo man walserisch redet? Das wäre übrigens eine andere Frage. Ich tue mir jetzt schwer, oder? Ich bin jetzt im Vorderwälder. Im Sulzberger, Konrad Blank bin ich nicht in Sulzberg. Ist es Wälder, ist es kein Wälder? Ist ein Water ein Wälder? Ja, wir gehören ja zum Bezirk Bregenzer Wald und natürlich der Hannes und ich beide, wenn man vom Skifahren nochmal zurückgeht, auch im Skiclub Bregenzer Wald gesehen. Ja. Und haben natürlich dort ja, auch viel Schliff mitgekriegt für die künftige Karriere halt. Und aber Lechwartenschröcken zum Beispiel sind Damberg-Gemeinden und sind Walser-Siedlungen, oder? Also wir sind Walser, ja. Aber haben natürlich eine große Verbindung auch mit dem Bregenzer Wald. Und gerade jetzt, was der Skiclub anlangt, oder haben, wie jetzt der Hannes ist zum Beispiel beim Florian Berchtold im Wälderkader gesehen und das musst du erzählen, Hannes, haben da wirklich eine schöne Zeit auch gehabt, oder eine wertvolle. Ja, auf jeden Fall, also das ist sicher etwas ganz Grundlegendes gesehen damals, wie gesagt, mit dem Florian das Training und mit meinen Kollegen vom Wälderkader damals. Ja, dort habe ich eigentlich die Weichen für die Skiabschule und dann später auch für Stams einfach gestellt gehabt, auch für einen Landeskader. Und das ist sicher etwas ganz Entscheidendes gesehen. Von dem her haben wir sicher über den Skisport auch eine starke Verbundenheit zum Bregenzer Wald, aber wie der Papa schon gesagt hat, sind wir Walser. Ja. Gelebtes Walsertum integriert im Bregenzer Wald. Also das heißt, wenn es nur singt, Wälder kann nicht jeder sein, schlägt euer Herz ein bisschen höher, aber nicht ganz extrem, als wie beim Schopenhauer. Wahrscheinlich nicht so wie beim Schopenhauer, ja. Aber ja, wie gesagt, wir haben natürlich eine starke Verbundenheit zum Wald und mir dunkte das Schöne, das erlebe ich jetzt mit dem Podcast, weil die Vielfalt dieses Bregenzer Waldes und für mich gehört Langen bei Bregenz genauso das Tor zum Bregenzer Wald wie Alberschwende, Sulzberg und jetzt sind wir am östlichen Rand, also an der Warthommer. Ja. Also das ist für mich gelebter Brauchtum und das ist die Identität. Also dieser Walserdialekt taugt mir wirklich total. Und ich bin auch gegen den Walsertal, wenn ich mir ruflich bin, dann weißt du, der Schlag von Lütter, der Fontanelle, wenn man früher Musik gemacht hat, das sind einfach Fontanelle Dörfli-Fest, sind legendär gewesen. Ja. Da hast du Zeit und Raum verloren und vergessen und ist einfach gemütlich gewesen. Birgit hat man uns noch schon verwendet, beziehungsweise mit einem wunderbaren Kaffee. Was für eine Rolle hat bei dir Dinge froh gespielt in deiner Karriere? Bist du dort schon benannt gewesen oder ist das noch der Zeit gewesen? Nein, wir sind schon benannt gewesen. Ja, die hat natürlich eine entscheidende Rolle gespielt. Ich bin natürlich als Skirennfahrer ist man natürlich viel auch unterwegs und fort und braucht auch ein gutes Vertrauen zueinander, oder? Dass eine Beziehung das halt auch aushebt. Und wenn ich denke, ist sie auch wirklich ein Ruhepol gewesen, oder? Ja. Weil sie mich, wo wir uns kennengelernt haben, für sie ist nicht der Skirennläufer, der Hubert Strolz im Vordergrund gestanden, sondern ich als Mensch. Mhm. Und das, also ich bin auch noch gesehen, auch bei meinen Eltern, und das muss ich sagen, das ist hat einen sehr grossen Wert. Ob es mir gut gegangen ist oder schlecht gegangen, ich habe immer gewissen, ich bin auch noch, ob ich jetzt der Erfolgreiche bin oder auch wenn es nicht so gut geht. Oder? Und das ist, von Erde reden kann, dann glaube ich, ist das schon etwas ganz Wichtiges, dass man weiß, irgendwo ist man getragen, da ist Familie und das gibt einem auch den Kraft, oder? Durch Höhen und Tiefen zum Durchtauchen und die gibt es in jedem Bereich, auch natürlich im Sport, oft ganz extrem, oder? Wo Freude und Leid eng beieinander liegt. Da habe ich immer, also auch von meiner Frau, der Birgit, oder auch von den Eltern,
immer wirklich einen großen Rückhalt gehabt. Immer wieder zurück zur Basis, und ich glaube, das Glied ist wirklich die Familie. Das ist wirklich die Basis. Und wenn das passt, dann kann man sich wirklich viel leisten. Aber dann, wenn man weiß, jetzt läuft halt einmal nicht so gut, dann ist es ja doch, dass man die Ruhe annimmt und dass du das halt nicht nochmal die Energie nimmst, sondern dass du. Auch wenn man mal als Bub mit einem Fünfer heimkommt in der Schule, oder? Und das ist das. Was waren deine Worte der Eltern, wo du mit dem Fünfer, hast du überhaupt einen Fünfer kennt einmal? Ja, schon. nicht nur einen. Ich bin ja auch ein Stamms gewesen wie der Johannes. Ja. Und ich habe immer kämpfen müssen, weil wir haben natürlich auch viel Fehlstunden gehabt, natürlich. Ja. Ich weiß es gut. Du bist zu Ostern bist mehr oder weniger halt in die Schule gekommen. Ja. Halbjahreszeugnis, keine Note, oder? Ja. Alles nicht beurteilt. Und dann hast du gewusst, jetzt raucht der Kopf, oder? Ja. Und ich habe mich schon sehr bemüht, muss ich sagen, dass ich es packe. Und das ist lustig, ist auch, wir haben zum Beispiel einen Deutschprofessor, hat der Johannes der gleich gehabt wie ich. Echt, oder was? Ja. Der Generationenübergreifend. Otto Kostner, gell? Wo wirklich ein super Lehrer gesehen ist, sehr streng. Ja. Und da haben wir schon oft manche Gemeinsamkeiten austauscht. Ich bin jetzt in Deutsch nicht der Stärkste gewesen. Aber ja, ich habe mich sehr bemüht. Und das hat der Lehrer auch estimiert. Er hat gesehen, okay. Du müsst aber das lange. Das hat ja, genau. Und dann, irgendwie habe ich es halt entpackt. Ja, da ist das wichtig. Wir haben das bei dir schulisch, Vaters Fußstapfen oder hast du da lernst den leichter tau? In der Skihockeyschule habe ich mich eigentlich sehr leicht. Ich bin schon alle fleissig gesehen auch. Aber dort habe ich eigentlich bloß gute Noten gehabt. Wo ich dann auf Stamms gekommen bin, habe ich mir dann gedacht, ja, das geht jetzt so weiter, oder? Mhm. Und dann hat die Welt aber ein bisschen anders ausgeschaut in Mathe und in Französisch. Habe ich es dann am Anfang ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und dann habe ich dann auch gleich einmal ein paar Fetzer geschrieben und habe dann schon gemerkt, jetzt wird es eng. Dann habe ich mich auch schon gehörig zweimal gerissen und habe es dann durch die Wurstel, die ins Glück gehabt, dass ich mir in vielen anderen Fächern sehr leicht, da haben wir Englisch und Deutsch zum Beispiel, dort habe ich jetzt nicht einen Mordsaufwand betreiben müssen, dass ich da halbwegs etwas zu Weg bringe und habe das dann in Mathe und Französisch dann quasi investiert. Und haben es dann zum Schluss auch noch gut abgeschlossen. Also das Maturazeugnis ist eigentlich ziemlich vernünftig gewesen. Ja. Aber ich habe schon auch gehörig durchbeissen müssen, weil ich auch die Situation mit den vielen Fehlstunden am Anfang auch unterschätzt habe. Da ist es dann ein bisschen eng. Ja, ich glaube, das können wir als Außenstehende gerne zeigen, was das heißt. Die Fehlstunden herrscht, die wo keine Fehlstunden haben, schon teilweise schwer, weil einfach auch das Niveau sehr, sehr hoch geworden ist. Du, Johannes, du musst Skifahren mal weg. Was hast du sonst für Leidenschaften? Ja, also die größte Leidenschaft ist sicher Sport im Allgemeinen. Also ich tue gerne Langlaufen, Klettern, Radfahren, alles Mögliche. Auf das Lecklein bin ich eigentlich auch viel unterwegs gewesen. Jetzt die letzten Jahre nicht mehr so, aber früher auch. Ja. Ich bewege mich einfach gerne und zusätzlich auch die Landwirtschaft interessiert mich auch. Hilft auch am Papa auch gerne und macht mir dann auch Spaß, wenn wir da am Heiber sind oder am Holzer. Also das ist schon auch eine Leidenschaft von mir. Also das hast du schon mitgekriegt, wo du sagst, okay, das hat für dich eine Wertigkeit, wo du dich auch, klingt, was heißt Erde kannst, aber das ist wirklich in der Natur zum Schaffen und mit den Tieren. Oder? Ich meine, das habe ich schon mitgekriegt, wo der Papa letztes Mal erzählt hat vom Puren, wie das, das ist ja auch eine Herzensangelegenheit, glaube ich. Wohl schon, also ich bin eigentlich auch als Bub dann auch alle ein bisschen dabei gesehen. Ich habe jetzt auch nicht mordsmäßig buckeln müssen, aber meine Eltern ist auch alle wichtig gesehen, dass ich und meine Schwester auch dann Maria, dass wir einfach dabei sind, wenn es zum Heiben ist und dass man da einfach zusammen hilft und miteinander halt quasi arbeitet. Und das hat uns sicher beiden sehr gut getan und von dem haben wir profitiert. Weil wir sicher auch unter anderem durch das ein großer Zusammenhalt haben in der Familie und auch, das prägt natürlich, genau, und auch gelernt haben, dass man aufeinander schauen muss und auch zusammen helfen muss. Das interessiert mich sehr, mit der Landwirtschaft speziell, die Maschinen faszinieren mich und das sind so die Dinge, ja.
Schön. Football. Football, genau, ja. Richtig, American Football. Echt, du bist ja mit dem auch unterwegs? Ja, oder? Das verfolge ich. Das taugt er. Sehr fanatisch, ja. Okay. Da bin ich eigentlich stammst dazugekommen. Mein damaliger Zimmerkollege, der David Bommer, hat einen Freund gehabt, wo in Innsbruck bei der Svalko Raiders Tirol Football gespielt hat. Und dort sind wir mal auf einem Spiel gesehen. Und das ist eigentlich echt interessant gesehen. Und dann habe ich mich ein bisschen damit befasst und habe dann verstanden, um was es eigentlich geht bei dem Spiel. Das weiß ich bis heute nicht. So geht es den meisten Leuten. Wir haben am Anfang auch gemeint, ja, die springen halt sinnlos aufeinander auf und da steckt nicht viel dahinter. Aber es ist wirklich eine interessante Sportart, weil es extrem viel Taktik gibt, extrem viel individuelle Athletik, sage ich jetzt mal, es sind unglaublich viele verschiedene Sportler in einer Mannschaft, wo eigentlich total verschieden sind, also vom 150 Kilo Lineman bis zum Receiver, wo quasi flink und beweglich ist, also das ist sehr interessant, der Sport. Also viele verschiedenste Typen haben den Platz, oder? Ja. Könnte man vielleicht sogar meine brauchen. Ich wüsste jetzt die Rolle zwar noch nicht. Ich müsste jetzt mal checken, was er da überhaupt hat. Hubert, deine Leidenschaften. Was hast du noch für eine Leidenschaft außer Landwirtschaft, Familie und Skifahrer? Ja, ich meine, Sport ist schon meine Leidenschaft. Wir tun jetzt, ich bin natürlich Skiführer auch im Winter in der Skischule. Und bin natürlich auch wirklich leidenschaftlicher Skitourengeher. Mhm. Ich bin einfach gerne in der Natur. Dann habe ich auch, man sagt, die Strolze und alle eine gute Hand. Also ich bin da gerne mit Holz arbeiten und auch ein bisschen malen, obwohl es jetzt die letzte Zeit ein bisschen gelitten hat. Du tust malen? Tue ich gerne, ja. Also wirklich? Ja, die letzte Zeit habe ich jetzt ein bisschen weniger, oder kann man sagen, wenig da. Aber ich habe eigentlich eine gute Hand und das macht mir Spaß. Ja, sonst, was habe ich? Ich meine, Birgit und ich, wir gehen gerne in die Bergau. Ja. Oder gehen gerne gelaufen. Wir sind jetzt nicht so die Meerurlauber und gehen halt gerne im Frühling und Herbst einmal in Südtirol und lassen die Seele baumeln. Ja. Und ja, das sind so. Von den Bergen in die Berge. Ja, kann man sagen, ja. Ja, schön. Du, ich werde langsam aber sicher zum Schluss kommen. Und zum Schluss haben wir jetzt also einen Wälderrap vorbereitet. Ganz spannend jetzt, ich stelle dir die gleiche Frage. Ich kann jetzt mit Papa anfangen oder mit dir. Und es sind einfach ein paar Querfeldein, einfach aus dem Bus. Und ich zeige die Jungen, lassen wir zuerst. Oder? Ja, das ist gut, Jugend voraus. Das wird der größte jetzt wohl. Jawohl. Also, Johannes, mein Lieblingswort zum Abschalten ist? Daheim. Für dich, Hubert? Ja, widerspreche ich nicht. Das könnte ich auch sagen, ja. Zum Lachen bringt mich, wenn, Johannes? Wenn ich mit meiner Familie, mit meiner Freund beieinander hocke und es lustig haben. Bei dir, Hubert? Ja, wir haben zwei Kater und die sorgen eigentlich jeden Tag allein schon für viel Stimmung, für gute Stimmung also im Hause Wertes. Ich weiß, ihr habt im Prinzip ein Kater-Kabarett. Ja, ja, genau. Also, okay. Ja, das kann man sagen. Johannes, wie oft schaust du täglich aufs Handy? Ja, zu oft. Was heißt zu oft? Ich kann es nicht sagen, aber meine Freundin sagt einmal ständig, tu mal das Handy weg. Also zu oft. Lieber Hubert, bei dir? Ja, bei mir, mit mir schimpft man ab und zu, weil ich halt das Handy zu wenig. Eigentlich zu wenig oft schaue. Da heißt es immer, Papa, du hast schon, was weiß ich, wie viel WhatsApp oder hast du SMS und E-Mail gekriegt und ich schaue sie dann ein paar Tage oft gar nicht an. Johannes, so bringt man mich aus der Ruhe. Wenn man in der Natur einfach Müll fortwirft oder ja, wir sehen es bei uns auf der Alp draußen, wie viel Müll das da zusammenkommt, wo die Leute einfach fortwerfen, das macht mich putzverrückt. Also da der Täter Johannes Gorilla wäre, ne? Da habe ich ein paar kurze Reißleine. Also wenn ich mal einen erwische, wo etwas fortwirft, dann... Bei dir, Hubert? Ja, ich muss sagen, es bringt mich eigentlich nicht schnell einmal etwas aus der Ruhe, muss ich sagen. Ja, derige Dinge, wie jetzt der Hannes angesprochen hat, oder wo man eigentlich denkt, dass man das in Kinder
Tagen schon eigentlich wissen sollte. Ja. Oder dass man halt aufpasst auf die Natur und so. Ja. So Unverständnis, das sind schon Dinge, wo ich sehe, oh, das kann es einfach nicht sehen. Oder? Das kann es doch nicht sehen. Ja, genau. Ja. Johannes, Glück ist für mich, wenn? Wenn ich gesund und zufrieden bin und alle wieder heimkommen kann und meine Leute auch, also wenn es meinen Leuten auch gut geht daheim. Und bei dir, Hubert? Ja, das täte ich auch sagen, oder? Also, ich denke, man braucht nicht viel zum glücklich sein im Leben. Wenn in der Familie alles oder seinen geraden Lauf hat, man sagt, das ist das Normalste der Welt, wenn man gesund ist, aber es ist wirklich so, oder? Hubert, ein bewegter Moment für mich war? Wenn man jetzt auf den Skisport zurückgeht, ist sicher der Höhepunkt von meiner Karriere ist sicher Calgary gewesen, wo ich Gold-Silber-Medaille gewonnen habe. Habe ich natürlich viele Erinnerungen. Hm. Ja, bin ich sehr dankbar, dass ich das erleben haben dürfen. Oder? Für dich, Johannes, ein bewegter Moment? Ja, aus dem Skisport. Mein erster Europacup-Sieg, wie ich dort im Ziel abgeschwungen habe, weil sich dort auch meine ganzen Teamkollegen extrem mit mir gefreut haben. Also das ist wirklich etwas, wo ich sicher mein Leben lang nicht vergessen werde. Und bewegt vielleicht in die andere Richtung, dass es nicht so schön gewesen ist, ist der Tod von meiner Cousine gesehen, von der Christina vor ein paar Jahren. Ja, die zwei Sachen. Mhm. Wo bewegend gewesen sind. Mhm. Jetzt wird es spannend, Robert. Wenn ich FIS-Präsident wäre, dann würde ich... Ja, das ist eine schwierige Frage eigentlich, nicht so einfach, oder? Ich denke, der Skisport muss man weiterentwickeln. Es wird viel diskutiert über den Kalender, über den Ausgleich. Es sind zu viele Speed-Disziplinen, sind zu wenig. Es ist immer zweischneidig, oder? Also, als Athlet trainierst du das ganze Jahr, möchtest natürlich Rennen fahren. Aber ich denke, der Skisport wird auch in Zukunft faszinierend bleiben und die Verantwortungsträger, wenn es oft in vielen Dingen vielleicht zäh erscheint, aber ich glaube, der wird uns noch viel Freude bereiten und wir würden auch, ich sage jetzt mal, adäquat weiterentwickeln. Also da sagen, lassen wir es machen? Ich glaube, wir lassen sie machen, ja. Johannes, für dich, wenn du Vizepräsident wirst. Also ich habe zwei Punkte, wo ich sofort in Angriff nehme. Das erste wäre die Vermarktung. Wenn ich jetzt eben das mit dem American Football vergleiche, ist das einfach ganz etwas anderes, wie der Sport vermarktet wird. Und das zweite, dass man einfach die Athleten viel mehr einbezieht in Entscheidungen und in Prozesse. Die zwei Sachen, die ich in Angriff nehme. Die deutschen Angriff nehmen. Ja, das klingt vernünftig. Mal. Wenn du dich selber, wo du 18 Jahre alt warst, treffen würdest, lieber Hubert, was für zwei Ratschläge hättest du für dich? Für mich? Für dich, ja. Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, dass man das, was man macht, mit Überzeugung tut, auf sein Herz losnimmt. Die Dinge, was man angeht, mit Freude macht und dann liegt man nicht ganz daneben, würde ich sagen. Dann liegt man nicht ganz daneben. Ja. Johannes, für dich ist es auch spannend, du musst bloß eine Zeitreise von 11 Jahren zurück, gell? Ja. Wo du 18 Jahre gesehen wirst, was für Rotschläge hättest du dir? Ja, so also ganz spontan wäre mir das Gleiche eingefallen, wie der Papa gesehen hat, aber ich hätte mir selbst gesehen, los einfach auf dich selber und auf dein Gefühl, weil das einfach das Wichtigste ist für einen Sportler. Und das Zweite vielleicht, ja, dass weniger oft mehr ist. Hätte man jetzt wahrscheinlich sagen, weil das hätte man damals in vielen Sachen geholfen wahrscheinlich. Ja, siehst du, das sind schon ganz coole Ratschläge als 29-Jähriger. So, jetzt Finale. Johannes, ich möchte noch unbedingt... Ich möchte noch unbedingt den Weltcuprenner gewinnen. Lieber Hubert, ich möchte noch unbedingt... Ich möchte unbedingt eigentlich, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Dass es so ist, wie es jetzt ist, dass ich sage jetzt mal gesund bleibe und dann die Landwirtschaft, wie sie haben, ich bin jetzt am Zurückzüchten eigentlich auf Original Braunvieh. Und dass ich das gut weiterführe
sonst bin ich eigentlich, muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich sage vielen, vielen Dank, lieber Johannes, lieber Hubert, dass Sie da sind, Natura. Zum Schluss gibt es natürlich noch ein kleines Geschenkle, das hat sich eher auf meinem Motorrad Platz gehabt, oder? Samt Equipment, ein kleines Znüngerle. Jawohl, okay. Jetzt muss ich jedoch verraten. Gibt es da für uns, weil Zeit ist auch immer eine Naturparkmetzgerei. Ja. Da wünsche ich Ihnen guten. Tut einmal mal zusammen, der klingt zusammendrucken und dann klinge ich ausnerer und laut sie gut gehen. Vielen Dank, danke dir. Danke dir, Johannes, ja. Viel, viel Erfolg. Dranbleiben, beißen und los auf dein Herz und dann wird das was mit dem Weltcup-Sieg. Ich gebe alles, danke. Ja. Danke, ihr zwei. Gell. Danke. Dankeschön, ja. Teile die Sendung und erzähle es weiter. Ich freue mich fest, euer Dieter.